Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Wir sind hier gerade im Prinzip beim Abschluss unserer Zombie-Falle 2. Die Piken sind alle gelegt, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Lehm. Eigentlich gar nicht mehr so viel. Was trinken. Wir müssen schneller schippen können hier. So, das soll unser Leben reichen. Das dauert jetzt ja schon ein bisschen, bis das fertig ist. Dann gehen wir erstmal in die Werkbank. Müssen wir dann eher auch noch die Steine craften zum Bauen. So, dann lass uns mal gucken. Battery Bank. Geschmiedetes Eisen, Electrical Parts und Scrap Polymer. Nein, die ganzen Teile. Da, Electrical. Scrap. Oh ja, unser Muni ist auch fertig. Ah, schmelzen wir hier gleich noch ein bisschen Eisen und Lehm ein. Ach nee, ja. Ich kann es ja einfach nicht machen. Wenn ich dieses Ding nicht bauen kann. Mir fehlen 5 Stahl.
Na. Das ist echt ätzend. Egal, dann können wir auf jeden Fall unsere Munition hier machen. So, Blöcke sind wieder in Arbeit. Laufen wir wieder rüber. Oh, eine Horde. Oder? Durch die Wand erstmal Headshot verteilt. Jetzt ist es zu viel. Na, jetzt liegt sie erstmal. Klappe zu ihr. Tja, kommt wohl nicht hoch. Was ist das da hinten eigentlich? Ist das Lou? Das ist jetzt Ruhe hier, ne? Die noch Pfeile drin stecken. Aber das ist das der Geld. Das sieht doch wie Loot aus.
Nur aufpassen, nicht, dass es hier eine Falle mit einer Mine ist. Wie geil! Geschmiedeter Stahl. 10 Stück. Tja, ich würde mal sagen, nee, dann bauen wir uns noch mal ein Wire-Tool und dann auch mal ein paar Fallen, wa? Das ist sehr nice. So, jetzt kann ich die Sachen doch wieder einpacken. Und ab an die Werkbank. Da, Science. Battery Bank. Ja, ein Wire Tool. Kann ich die Munition mal kurz abbrechen. Davon werden wir ein paar brauchen. Na komm, 10 Stück. Oh, die kann ich auch machen. Die Dart Trap. Öl. Bestimmt genug, oder nicht? Ja. So, jetzt macht das Ganze hier noch viel mehr Spaß. Ei, die Dart-Trips, 12 Minuten, die dann nochmal fast 6 Minuten.
So, das Tool ist fertig, sehr schön. Haben wir das endlich? Ja, und da brauchen wir dann leider auch wieder geschmiedeten Stahl für die Blade Traps. Muni wieder in Auftrag geben. Fletzen wir mal wieder rüber und bauen erstmal, weil das dauert da ja alles noch ewig, bis das fertig ist. Es ist wieder Tag. Der letzte Tag vor der Blood Moon Night. 35. ist es wieder soweit. Ups, das unten muss auch noch weg. Immer irgendein Balken im Weg. Das sieht doch schon ganz nice aus. Ja, ich habe da ein Talent dafür, mir selber weh zu tun.
Nee, knapp daneben ist auch vorbei. Die wollte ich. Noch was im Weg. Gibt's doch gar nicht. Zack. Können wir hier nämlich auch einmal rumgehen. Sind sie schon wieder alle? Aber keine neuen gebaut. So viel brauchen wir nicht mehr. Jawohl.
Habe ich das alles erst später gelootet, weil ne, 30 Tage schon um sind. Nach 30 Tagen füllt sich das alles wieder auf. Tja, das Fleisch geht dem Ende entgegen. Zwischendurch ein paar Blöcke, wie wir ein bisschen bauen kann. Danach wieder Steine. Na, ist die Frage, ob sie dann da durchkommen. Nee, das machen wir nicht. So, jetzt dann noch das Tal. Und wieder Blöcke. Komme ich da drüben an? Ah, leider nicht. Immer noch nicht. Nur ein bisschen reparieren, nicht so, dass wir da irgendwie in der Nacht ein crappen.
So, ich sag mal so, das war's. Na komm, ein Block brauche ich mir noch. Dann brauche ich da nochmal eine Treppe hin. Nein! Erst R drücken. So, kommt das besser. So, jetzt können wir hier schön während der Nacht dann einmal drum rumlaufen. Ja, ist jetzt nichts Schönes, aber es wird seinen Zweck erfüllen. So, und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob dann schon was an unseren Fallen fertig ist. Und dann verkabeln wir hier nochmal ein paar Elektrofallen und vielleicht noch die Dart-Traps. Mal gucken. Aber erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.